So. Und das kommt dann schon. Oh, ich kann das so einfach unterirdisch machen, richtig? Richtig. Du, 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 du. Falsch rum. So. 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 Sehr gut. Zu, zu. Ich sollte nochmal durch. Das wäre zu. Okay. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade MG-Schüsse gehört, aber wenn die Türme geschossen hätten, dann wäre ich was. Hätte ich eine Nachricht hier unten bekommen. So, leer, 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 leer. Ausmisten. Kohle brauche ich erstmal nicht. Du kannst hier rein. Die ganzen alten Strommasten können da rein. 13 Steine können da rein. So, Forschung tickert durch. Was sollte ich jetzt noch machen? Wir bräuchten theoretisch für die Steine und für die Steinzahnräder Zwischenkisten. Sonst staut sie das hier wieder alles. Das heißt, ja, da kommt eine Stahlkiste hin. Da kommt wieder ein Ärmchen hin. Liegt es auf die richtige Seite? Ja, tust du. Okay. Die hier können weg. Und wir machen aus dem Ärmchen da ein ganz schnelles Ärmchen. Very fast. Sieht fast keine Bewegung davon. Ja, sehr gut. Das war das eine. Und jetzt brauchen wir noch mit den Zahnrädern das gleiche nochmal. Das regeln wir derart. Blob. Ne, nicht gut. Die Steine müssen ja weiter fließen. Haben wir ein schnelles, intelligentes? Very fast half output inserter. Very fast output inserter. Nein, wir haben noch kein intelligentes, schnelles. Smart inserter. Müssten wir noch erforschen. Ne, der macht das so. Tust es von da aus in eine Kiste. Legst es von da aus wieder zurück. Oh, Shotgun Damage ist fertig. Den Shotgun Shooting Speed. Obwohl, warte, das sind auch wieder rote Tränke. Rote Tränke ist gerade so ein bisschen problematisch. Aber ich denke, die haben wir überall. Die Probleme. Was ist das nächste Wichtige? Das nächste Wichtige sind Rubine und Edelsteine. Das haben wir aber schon erforscht, richtig? Kristallmining, wie heißt das? Nein, Straßenbau nicht. Mining Drills, nee, das war wieder was anderes. Obwohl, doch, die Dinger hier brauchen wir für die Kristallabbaugeschichte. Okay, 200 grüne Tränke, das passt mir super. Wir haben nämlich ganz viele grüne über. So, und du nimmst da Zahnräder raus. Zahnräder. Zahnräder. Steinzahnräder. So, das heißt, irgendwann werden die sich staunen. Dann wird die Kiste hier voll gemacht. Was hier jetzt gerade gemacht wird. Und sobald hier Bedarf ist, nimmt er es aus der Kiste raus. Okay, es müsste eigentlich genau so funktionieren. Wofür ist eigentlich das Fließband hier? Achso, nur für die hier und den ganz unten für die Ärmchen. Okay. Chips stauen sich hier drin, das ist okay. Stahl staut sich da oben, das ist auch okay. Batterien stauen sich irgendwo ganz oben. Ah, genau, das wollte ich noch machen. Ich wollte die roten Chips, eine zweite rote Chipfabrik bauen. Weil das hier ist echt mau. Also, Fabrik haben wir nicht. Fabrik bauen. Und ich brauche ganz viel Eisen und Kupfer. Also nicht nur für hier, sondern auch für oben. Ich habe gerade grüne Ärmchen. Oh oh. Angriff. Nein. Weg, weg, weg. Das war meine Kupferanlage. Okay, wir haben ein Problem.
Also nicht wegen der Kohle jetzt, nicht Kupfer, sondern wegen Angriffen. Warum greift ihr uns an? Und von wo greift ihr uns an? Okay, einmal kurz unten langlaufen, gucken, ob irgendwo was gespawnt ist. Es könnte die Basis da unten sein. Ja, die muss ich wegmachen. Also erstmal müssen hier ganz viele Bäume hin, sobald wir gleich die Ressourcen haben. Und dann gucke ich mal. Ah, speichern. 9,1. Save. 91. Gib ihm. So. Dann gucken wir mal, ob das da klappt. Ich werde vorsichtig sein. Ah, ist eigentlich echt ziemlich weit weg. Das dürfte nicht uns beeinflussen. So, kommt her, Jungs. Gut. Ja, das geht gleich viel besser. Komm, lass 3 Alien-Artefakte drin sein. Mehr als 3. Sehr schön. Damit können wir jetzt die Piercing-Munition erforschen. Und damit geht das noch schneller. Wo wir gerade dabei sind. Da hinten ist noch so ein kleines Ding. Ich glaube, das nehme ich auch noch mit. Sehr schön. Also ja, das ist schon mal ein Riesensprung vorwärts für uns. Problem ist halt nur, wir brauchen automatische Verteidigungsanlagen, die ähnlich effektiv sind. Also die Türme. Weil es bringt nichts, wenn wir immer hin und her laufen müssen. Weil die Beißer zerfetzen währenddessen unsere ganze Basis. Das ist nicht so schön. Ja, hier ist auch nur ein einzelnes Ding. Keine Würmer, keine Medium-Beißer. Alles gut. Weg, 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 weg. Sehr schön. Oh, ganz viel Kohle. Was haben wir da oben noch? Bist du alleine? Ne, es sind mehrere. Wollen wir größenwahnsinnig werden? Ja, ich mag größenwahnsinnig sein. Wo ist das Ding? Da. Da sind schon Würmer bei. Ist aber nur ein Spawner. Gucken wir mal. Ja, ich komme an. Okay, Würmer kommen nicht an mich. Au. Oh, die halten wesentlich mehr aus, die Würmer, als die Spawner. Ich hätte gerne Loot. Ich hätte echt gerne Loot. Aber wenn alle drei auf mich spucken und ich bin nicht so schnell, weil ich habe keine Gehhilfe. Na komm. Jo, 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 jo. Alles klar, okay. Puh, ab nach Hause. Wir haben genug Alien-Artefakte. Ah, wir können es noch gar nicht erforschen. Also wir hätten theoretisch genug Alien-Artefakte, um die Piercing-Munition zu erforschen. Wir brauchen aber erstmal die Möglichkeit, lila Science-Packs herzustellen. Wird bald erforscht. Dann brauchen wir hier ganz viele Wälder. Und ich weiß echt nicht, warum die uns angegriffen haben. Hier ist keine Basis direkt im Einflussbereich des Smogs. Und das müsste normalerweise die Leute stinkig machen. Also die einheimische Bevölkerung hier, die Beißer halt. Sobald Smog bei denen ankommt, merken die, hey, 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 was ist denn hier los? Und dann laufen sie los und greifen uns an. Aber, ne? Hier war nichts. Sehr komisch, sehr komisch. Aber okay. Hier alles gut? Beim Eisen? Nee. Die ersten zwei sind schon leer. Du bist leer. Du bist leer. Du dahin. Du da. Geh weg. Du da. Du da. So. Kurve. So, warte mal. Bessere Idee. Darum. Darum, darum. Also der größte Teil ist hier auf der rechten Seite, deswegen will ich jetzt, dass die, die von da kommen, auf die linke Seite des Fließbands gehen. So. Genau. Geht doch gut auf.
Also eventuell kommt die jetzt nicht mehr zum Zug. Das wäre ein bisschen doof. Aber da kommen schon die ersten Lücken. Okay. Und da komme ich nicht mehr zurück. Das ist okay. Gehen wir unten rum. Und die Mining Drills 2 sind gleich fertig. Gut. Dann muss ich gucken, welche Subkomponenten wir da bauen müssen. Da war so ein komisches Ding, wo stand No Exit. Das brauchte man zum Beispiel für die... Aber wir können die noch gar nicht bauen. Nee. Ja, müssen wir gleich gucken, wenn die Forschung durch ist. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne zu meinen Bäumen. Da. Keep her. 63 Stück. Da. Warum ist da oben jetzt wieder Smog? Oh. Das habe ich nicht bedacht. Smog könnte auch so funktionieren, dass wenn sich der Smog hier nicht ausbreiten kann wegen den Bäumen, er sich da ausbreitet, wo keine Bäume sind. Und zwar vermehrt. Das wäre nicht so gut. Mach euch mal weg. So. Und ich werde meinen Baum, den Wald hier doch ein bisschen wieder zurechtstutzen müssen. Weil ich habe jetzt keine neuen Samen. Das heißt, ich holze hier nochmal durch. Nein. Genau. Ups. Das war Strommast. So. Strommast. Falsch. Richtig. So, du da rein. 60 neue Samen. Ja komm, ihr kommt auch noch weg. Ich will gleich einen ganzen Schwung haben an neuen Samen, damit ich ein kleines Wäldchen oben, rechts und unten bauen kann. So, Mining Drills sind durch. Wir können jetzt Electric Mining Drill MK2 bauen. Die brauchen Basic Item Exit. Keine Ahnung. Crude Rotator und Frames. Die können wir jetzt alle neu herstellen. Wo... Was für eine Reichweite hast du? Mining Area 9x9. Sehr schön. Aber nee, ich brauche die Kristalldinger. Unter was fallen die Kristalldinger? Nee, Optics, nee. Bundle Wire. Ermöglicht Robotics, Rocket Defense, Armut, Autobullism, nein. Komisch. Engines, die sollten wir demnächst erforschen. Größere Kisten, ne. Akkus, ne. Flammenwerfer, Verteidigungsanlagen, hier. Gemstone Processing. 100 blaue müssten wir inzwischen haben. Ja, okay, her damit. Gemstone Processing Research. Und dann müssen wir erstmal ein schönes Feld suchen, wo wir es überhaupt machen können. Ich glaube, da hatten wir nämlich nicht so... Das da? Ist das Gemstone? Oh, das gucke ich gleich mal. Erstmal noch mehr hier Fällen, damit wir mehr setzen können. So. Ja, es sind auch nur noch 80 mehr. Okay. Du, rein da. Wir haben nachher auch 150 zum Setzen, das ist okay. Du bist... Alle. Das ist schade. Die sind auch bald alle. Ja. Du. Voll. So, hier oben irgendwo. Ne, es ist Limestone. Es ist kein Gemstone. Das da könnte Gemstone sein. Und ein ganz kleines Fitzelchen da unten bei den Engines. Ne, ist auch wieder Limestone. Ha. Haben wir überhaupt irgendeinen Vorrat an Edelsteinen? Das hier wird auch wieder alles Limestone sein. Das da ist heller als das da. Okay. Ja gut, die Forschung tickert durch. Hast du alles an Science Packs? Ich sehe rot, ich sehe grün, ich sehe blau. Ja, hast du. Dann schnappe ich mir wieder Ressourcen. Und zwar hier. Kupferplatten und Dingens primär. Eisenplatten.
So. Ganz viel Kupfer, ein bisschen Eisen. Eisen ist echt so eine Sache. Also ja, es staut sich öfters mal, aber so wirklich viel davon haben wir nicht.